Guten Morgen oder guten Abend. Herzlich willkommen bei Dein Computer und Du. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Gestern war ich etwas zu leise. So, okay. Wir gucken denn? Gar keiner. Keiner guckt. Okay. Und da schleicht einer vorbei. Gestern habe ich allgemein erzählt über den Computer als Werkzeug zur spirituellen Entwicklung. Und heute werde ich ins Detail gehen. Ich habe mich weder gestern noch heute vorbereitet. Ich werde es wie alles bei GTV intuitiv machen, so wie es kommt. Und hoffe, dass es nicht zu chaotisch wird. Ja. Also als wichtigstes Werkzeug zusammen mit dem Computer ist ja das Internet. Das Internet, mit dem wir uns mit Menschen vernetzen können, die auf der ganzen Welt sind, sich mit den gleichen Themen wie wir beschäftigen und sich nicht in unmittelbarer Nähe zu uns befinden müssen. Das Internet ist dezentral aufgebaut. Es gibt keinen Computer, der zum Beispiel, wo das ganze Internet drauf gespeichert ist. So, Moment, ich mache es mal ein bisschen mit Zeichnen. Also, was haben wir denn hier? Richtig, richtig. Das ist dein Computer. Das ist das Internet. Dein Computer ist mit dem Internet verbunden. Und mit dem Internet sind viele andere Computer verbunden. Das ist dein Computer, das ist mein Computer. Und noch viele, viele andere Computer. Ey, Cheat! Genau. Das Internet ist im Grunde nichts anderes als viele, viele Computer, die miteinander in einem Netzwerk vernetzt sind, sogenannte Server. Und wenn ich jetzt mit meinem Computer mich mit einem Server verbinde und eine Anfrage stelle, kann ich theoretisch mich mit allen anderen Computern verbinden, die im Internet angeschlossen sind. Die Schwierigkeit ist jetzt dabei, herauszufinden, mit welchen Computern ich mich verbinden will, welche Computer Menschen gehören, die gleichen Interessen haben wie ich. Um dieses Problem zu lösen, haben sich verschiedene Plattformen und Programme entwickelt, wie Google oder Facebook. Google durchsucht das Internet, sämtliche Rechner, die daran angeschlossen sind,
nach Webseiten und Inhalten und merkt sich, zu welchem Stichwort es auf welchen Seiten was findet. Wenn du jetzt bei Google ein Suchwort eingibst, durchsucht es seine Aufzeichnungen und schaut, auf welcher Seite es Hinweise gibt zu deinem Suchwort. Bei Facebook ist es so, du bist mit deinen Freunden verbunden, die du anhand ihrer Namen suchen kannst. Und siehst, was deine Freunde machen. Das heißt, es schafft auch schon eine Art Vorsortierung. Facebook ist von dem Facebook-Gründer Mark Zuckerberg gegründet worden. Ursprünglich war das gedacht als Datenbank, auf der man nach hübschen Mädels suchen kann, die in irgendwelchen Unis zu irgendwelchen Unis gehen. Das hat sich immer weiterentwickelt und ist mittlerweile eine sehr, sehr große Plattform geworden, die sehr viel Daten gesammelt hat. Facebook speichert ja die ganzen Nachrichten, die Verknüpfungen von den Leuten untereinander und zu den Themen und können auf Basis dessen personalisierte Werbung schalten. Wir bekommen meist nicht so viel davon mit, vor allem nicht, wenn wir Werbeblocker benutzen. Aber im Hintergrund verdient Facebook wahnsinnig viel Geld mit unseren Daten und dadurch weiß auch der Geheimdienst immer ziemlich genau, da freut sich, dass sie ihnen so viel Daten in die Hände spielen. Außerdem ist Facebook, dadurch, dass es so bekannt ist und kontrolliert wird durch ein Unternehmen, lässt sich das auch als Zensurwerkzeug verwenden. Es ist zwar wunderbar vernetzt, vernetzt wunderbar die ganzen Computer, unsere Freunden, alle möglichen. Badadam, badadam. Kriegt die Krise. Das ist Paint. Na gut. Also, viele Computer sind über Facebook vernutzt. Dadurch ist es bekannt. Jetzt bin ich raus. Achso, Zensur. Nun kann Facebook einzelne Nutzer, ganze Gruppen einfach sperren oder Artikel, die wir veröffentlichen, sperren und damit unsere freie Entfaltung eingrenzen. Das Internet an sich ist dezentral, es ist offen, es ist eine aus meiner Sicht natürliche Struktur, die sich an der Natur orientiert. Aber so Unternehmen wie Google oder Facebook, die zentral aufgebaut sind, machen das wieder zunichte und versuchen, das Internet im Nachhinein zu kontrollieren. Aus diesem Grund schießen momentan alternative Plattformen zu Facebook wie Pilze aus dem Boden.
Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns übers Internet vernetzen, aber nicht abhängig sind von großen Strukturen wie Facebook, Google, Livestream und dergleichen. Aus diesem Grund gibt es zum Beispiel GTV, welches eine alternative Plattform schaffen will, und andere Alternativen, die jedoch voraussetzen, dass mehr Menschen sich besser mit dem Computer auskennen, aus meiner Sicht. Große Unternehmen können es leisten, viele Leute zu beschäftigen, die Webseiten entwickeln, die sehr userfreundlich sind. Aber kleine Gruppen, Unternehmungen wie GTV haben nicht diese Manpower, die haben nicht diese finanziellen Mittel, um Plattformen zu gestalten, die so dermaßen einfach zu benutzen sind wie Facebook. Deshalb ist die Expertenseite zum Beispiel, auch wenn sie schon viele Funktionalität hat, nicht so leicht zu verstehen, zu verdienen. Tja, ich denke, es ist trotzdem wichtig, so eine Sache zu unterstützen und dass wir alle lernen, da besser durchzublicken, wie das alles funktioniert. Oder wir entwickeln die Telepathie, dann ist es noch einfacher. Aber solange das noch nicht der Fall ist, müssen wir uns noch auf unsere technischen Hilfskrücken berufen, damit behelfen. Genau. Hey. Keiner schreibt, keiner guckt. Na gut. Schauen wir mal, was kommt noch für Informationen. Was ist noch wichtig? Also wie es aussieht, werde ich euch Stück für Stück versuchen, mein Wissen, was ich in Informatik gelernt habe, so einfach wie möglich zu vermitteln, dass jeder den Computer und die Grundlagen, also die grundlegenden Konzepte hinter dem Computer versteht, um sich auch mit neuen Programmen oder nicht so ausgereiften Programmen zurechtzufinden. Dass wir es vollkommen nutzen können für uns als Werkzeug. Okay, ich mache einen technischen Stopp wegen Themenwechsel und dann geht's gleich weiter.